kommen. Naja, und wir wissen ja, dass die großen Lebensmittelunternehmen ja sich damals im Dezember 2019 mit Frau Merkel im Bundeskanzleramt getroffen haben, wobei wir nicht wissen, was dort diskutiert wurde. Aber es muss wichtig gewesen sein, das war ja kurz bevor man die Corona-Nummer gezogen hatte und in demselben Monat, als auch das Lastenausgleichsgesetz neu gemacht wurde mit Wirkung zum 01.01.2024. All diese Dinge spielen eventuell eine Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt oberhalb der Regierung sehr starke Kapitalgeber und da kann man sich auch Verluste eventuell leisten, wenn die Kunden in den Unternehmen nicht zufrieden sind. Man weiß nicht, wie diese Verluste ausgeglichen werden. Also wenn man die Kommentare zum Beispiel unter diesem Artikel von Apollo News liest, dann sieht man durchaus Menschen, die oder liest von Menschen, die sagen, ich kaufe da überhaupt nicht mehr ein, ich kaufe schon länger nicht mehr ein, weil diese ganzen Maßnahmen, die dort gefahren sind und werden, nichts für mich sind. Aldi Nord hat sich geäußert in einer offiziellen Stellungnahme und das Unternehmen betont, dass es kritische und teils rassistische Kommentare bezüglich der Darstellung der Modells oder Models im aktuellen Prospekt erhalten habe. Aus diesem Grund habe man eben einige Nutzer gesperrt. Aber diese Maßnahme heizt die Wut der Empörten noch weiter an. Jetzt werfen sie dem Discounter vor, die Meinungsfreiheit nicht zu respektieren und die Kritiker mundtot machen zu wollen. Und einige Twitter-Nutzer merkten zudem an, dass Aldi erst kürzlich eine neue Aufsichtsrätin vorgestellt habe. Tina Müller ist ihr Name und sie war bis vor kurzem Chefin der Parfümeriekette Douglas. Und in ihrer Zeit bei Douglas war sie unter anderem an einer von mehreren DAX-Konzernen initiierten Corona-Impfkampagne beteiligt. Neben Douglas haben sich damals mehr als 150 Unternehmen an der Kampagne beteiligt, Andreas. Also jetzt wird alles in einen Topf geschmissen, rumgerührt und letztendlich ist es aber nichts anderes als eine logische Konsequenz von vielen Jahren Unzufriedenheit über politisch korrekte Vorgaben. Naja, und was hier vor allem noch deutlicher wird, ist, dass die Unternehmen tatsächlich der Politik unterworfen werden. Das ist im Prinzip vergleichbar mit der Sowjetunion, mit der UdSSR oder mit der heutigen EUdSSR. Das ist ja eine ähnliche Situation, dass nicht nur Fußballvereine, Sportler, Olympioniken oder wie sie alle heißen, politisiert werden und dann irgendwo ausgeladen, eingeladen oder sonst etwas werden, sondern eben halt auch die Konzerne selbst, die mittlerweile konkret unter dem politischen Druck stehen. Andernfalls werden sie entsprechende Nachteile haben durch den Gesetzgeber. Entscheidend ist immer, wer steht oberhalb des Gesetzgebers und welche Interessen werden insgesamt dabei verfolgt. Dankeschön für diesen Kommentar und es führt ja immer wieder nur in diese eine Richtung. Die nächste Meldung, die wir hier vorliegen haben, die kommt von Apollo News. Ja, die sind sehr fleißig. Die haben herausgefunden, dass in der Stadt Dresden derzeit etwas im Schwange ist, was ungewöhnlich erscheint. Denn die Personalkosten an Schulen und überhaupt an öffentlichen Einrichtungen sind durch die Energiepreise, durch die Inflation und so weiter in schwindelerregende Höhen gestiegen. Und es heißt jetzt, dass die Stadt Dresden steigende Personalkosten hat, die nun 6,6 Millionen Euro höher sind, und zwar nur alleine für die Reinigung von Schulen als geplant. Insgesamt sind es dieses Jahr 21 Millionen Euro. So viel wird die Stadt Dresden bis Ende des Jahres voraussichtlich für die Reinigung seiner 148 Schulen ausgeben müssen. Und das ist so viel, dass die jetzt sagen, dass die 15 Reinigungsunternehmen, die das Ganze machen, ja auch einen steigenden Mindestlohn erhalten und so. Und deswegen kommt man jetzt auf eine ganz neue Idee, sehr ungewöhnlich, denn die Schüler sollen selber künftig sauber machen. Lappen und Besen nehmen und auskehren und auswischen. Und Bildungsbürgermeister Jan Dornhauser von der CDU, der hat der Zeitung Tag 24 diesen Vorschlag gemacht. Der wird aktuell im Bildungsausschuss diskutiert und er begründet es und sagt,
Also er kann sich das durchaus vorstellen, dass Schüler ihre Klassenzimmer ja ein- bis zweimal pro Woche selber durchfegen. Das sei aus seiner Sicht nicht nur kostentechnisch, sondern auch pädagogisch sinnvoll. Und schließlich hätten ja zu DDR-Zeiten wörtlich wir das als Schüler auch selber gemacht. Und es hat uns nicht geschadet. Ich finde das sehr interessant, das mal zu analysieren. Der steigende Mindestlohn hat zu Mehrausgaben von 6,6 Millionen alleine nur in der Stadt Dresden für Reinigungsunternehmen geführt. Schulen. An Schulen. So, 6,6 Millionen aufgrund der Mindestlohnerhöhung. Die Konsequenz ist, die Schüler sollen jetzt die Schule selbst sauber machen. Also die Reinigungsunternehmen verlieren ihren Auftrag. Jetzt frage ich mich, was haben die Mitarbeiter von den Reinigungsunternehmen, von dem Mindestlohn, der von der Politik angeordnet wurde, wenn dieselbe Politik dafür sorgt, dass in Zukunft die Arbeitnehmer, die davon partizipieren sollen, von diesem Mindestlohn, nun entlassen werden, weil die Aufträge von den Schulen wegfallen. Also das heißt, die Rahmenbedingungen von der Politik werden so gemacht, dass anschließend dieselbe Politik die Rahmenbedingungen dazu führen lässt, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter entlassen. Das ist die paradoxe Politik, die dahinter steht. Es wird auch heftig darüber diskutiert. Also viele finden das gut. Einzig die SPD-Fraktionschefin, die heißt Dana Frohwieser und die stellt sich gegen diesen Sparvorschlag. Sie sagt, dafür ist nun mal die Stadt zuständig, dass die Kinder eine saubere Schule vorfinden. Außerdem, man achte auf diese Argumentation, sei der Vorschlag eine Abwertung der wichtigen Arbeit von Reinigungskräften. Was ist das denn für eine Abwertung? Das ist überhaupt keine Abwertung. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist noch einmal, wie kann ein Mitarbeiter, der jetzt seinen Job hat, jemanden, der sowieso schon im Prekärlohnsektor beschäftigt ist, der im Prinzip kaum seine Familie ernähren kann, alleinerziehende Mütter, das heißt, Menschen, die sich nicht einmal eine Wohnung leisten können in dem Gebiet, in dem sie arbeiten, das sind ja viele Berufe. Und wenn man den Menschen jetzt entgegenkommen will, indem man über ein angemesseneres Gehalt, von Angemessenheit kann ja noch gar nicht die Rede sein, sondern angemessener, dass das dazu führt, dass die Leute jetzt ganz ihren Job verlieren. Ich sehe mal die volkswirtschaftliche Komponente, die natürlich wieder zu weiteren Sozialleistungen führt, weil die Leute jetzt ihren Job verlieren. Das ist ein Irrsinn, der kaum zu beschreiben ist. Ja, man müsste ja vielleicht auch mal fragen, was die Schüler dazu meinen. Und dazu hat sich eben der Dresdner Schülerrat geäußert, der diese Pläne kritisiert und überhaupt nicht begeistert ist. Denn, und die Argumentation kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei ich ja durchaus der Meinung bin, dass Kinder in ihrem Rahmen eine gewisse Verantwortung übernehmen könnten, aber dafür sind dann eher die Eltern zu Hause zuständig. Denn wenn man jetzt sagt, oh, in der DDR war das natürlich auch gang und gäbe und hat uns nichts geschadet, ist das ja vielleicht auch schon wieder ein weiterer Schritt zurück ins sozialistische System, wo so vieles möglich ist. Naja, ich denke, diese Diskussion lenkt von der eigentlichen Erosion der Finanzpolitik ab, die wir gerade haben. Jetzt wird diskutiert, sollten die Schüler das machen, sollten die anders das machen, ist das eine Abwertung der Reinigungspersonalarbeit oder sonstiges. In Wirklichkeit geht es um einen finanziellen Vorgang, der die Volkswirtschaft belastet und eine Abwicklung des Wirtschaftsstandortes. Eigentlich sollen die Wirtschaft soll ja den Menschen dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft. Und das ist eben auf Dauer nicht mehr möglich, wenn man die Preise so erhöht, dass man sie anschließend nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, wir haben hier eine politische Zerstörung ganzer Branchen. Das ist hier so ein Reinkulturding und wir diskutieren jetzt darüber, ob das schlimm ist, dass die Schüler einen Lappen in die Hand nehmen. Das ist eigentlich nicht die Hauptfrage.